Hier bist du dann doch gleich Dorfgespräch, wenn du mal ein bisschen aus der Reihe tanzt. Wir grillen mit Dietmar und Stefan. Die drei sehen sich jeden Wochentag zur Mittagspause beim Unternehmerstammtisch. Ach, irgendwie ist das süß. Wie warst du als Simon? Lange nicht so glücklich und glaube auch lange nicht so offen. Ja? Ich bin Friederike. Ich bin Anfang 40 und lebe in Berlin. Ich bin hierher gekommen, weil ich dachte, nur hier kann ich die werden, die ich sein möchte. Ich wurde Schauspielerin. Ich wurde Mutter. Und schon bald erwarte ich übrigens mein zweites Kind. Doch wer wäre ich geworden, wenn ich dort geblieben wäre, wo ich aufgewachsen bin? Ich treffe Frauen, die nicht weggegangen sind, die geblieben sind, weil sie dort wachsen wollen, wo sie Wurzeln haben. Und ich treffe Frauen, die mutige, oft ungewöhnliche Wege gegangen sind. Frauen, die polarisieren. Und Frauen, die Vorbilder sind. Ich will wissen, was sie bewegt, was sie antreibt und wofür sie kämpfen. Heute bin ich bei Simona, im Kraichgau bei Heidelberg. Simona ist Weinmacherin und Kellermeisterin und badische Weinprinzessin. So richtig mit Krönchen. Und Simona ist noch nicht lange Simona. Ach, mit dem Traktor durchs Gäubrettern, herrlich. Rund um die Weinberge, frische Luft um die Nase. Das wirft mich direkt in meine Jugend zurück, nach Freudenthal bei Stuttgart. Ich freue mich schon, die nächsten Tage in Simonas Welt einzutauchen. Ja, jetzt müssen wir erst mal Reben schneiden. Mehr weiß ich noch nicht. Das sieht hier aus wie so ein wilder Igel. So. Das darf nicht sein. Nee, jetzt kannst du mal alle Triebe, die nur so lang sind, alle mal wegschneiden. Und zwar immer schön am... Ganz nah dat, ja, genau. So. Wir räumen den Weinberg aber auf. Schneide ich nicht, ne? Na, auf gar keinen Fall. Zumindest beim ersten macht es noch Spaß, aber die Vorstellung, dass hier irgendwie über... Ja, wenn du... Also, ich bewirtschafte 4 Hektar. Man kann so grob über den Daumen sagen, pro Hektar sind es 5.000 Stücke. Dann weißt du, wie viele Stöcke wir noch zu schneiden haben. Was, 4 mal 5.000 oder ja, was? Und das machen wir jetzt alles heute? Nein, das schaffen wir nicht. Deswegen ist das eine Arbeit, die sozusagen das ganze Jahr über oder der ganze Winter über dauert. Ja. Und deswegen ist das auch jetzt nicht unbedingt meine Leidenschaft, diese Arbeit. Und sag mal, das war auch die Arbeit, die du mit deinem Vater dann früher gemacht hast, als du klein warst und in den Weinberg gegangen bist. Habt ihr das zusammen gemacht? Genau, ja. Also klar, dieses Wissen, das habe ich schon dann von ihm gelernt und habe das dann übertragen bekommen sozusagen und war gerne mit ihm hier draußen in der Natur, ja. War das der Wunsch deines Vaters, dass du seine Weinberge übernimmst, glaubst du? Habt ihr da mal drüber gesprochen? Ich glaube, er freut sich drüber, dass ich es weitermache. Ja, ja, ich glaube schon, dass mein Papa ganz stolz drauf ist, dass ich es so weitergeführt habe. Und dass er weiß, seine Weinberge werden weiter bewirtschaftet. Und auch der Weinbau hier im Ort geht weiter. Ja. Ja. Ich habe bei meiner Berufswahl ja nicht eine Sekunde an meine Eltern gedacht. Ich wollte einfach so schnell wie möglich weg vom Land. Ich wollte ein anderes Leben, was anderes machen. Meine Mutter war Grundschullehrerin, mein Vater Lehrer an einer Hauptschule. Klar, wenn die Familie Weinbau macht, einen Hof oder eine Schreinerei hat, fühlt man sich nochmal anders verantwortlich, den Betrieb weiterzuführen. Wobei, ich glaube, selbst dann wäre ich nicht geblieben. Damals warst du Simon noch, dann ist dein Vater gestorben und... Dann gab es auch keinen Raum dafür, für das, was dich so bewegt hat als Teenager? Naja, also man muss halt dazu sagen, dass ich mich halt sehr, sehr lange mit dem Thema schon auseinandergesetzt hatte. Mhm. Aber alleine? Also davon wusste niemand was? Nein, davon wusste niemand was. Hast du Tagebuch geschrieben oder irgendwas? Nee. Oder alles in deinem... Nee, ich habe kein Tagebuch geschrieben, nein. Aber klar, wenn man irgendwann... Also meine Mutter hat schon immer gesagt, naja, unsere Simona ist was Besonderes. Ich selber habe das ja dann auch gemerkt in der Schule, dass ich da halt, ja, wo so die Pubertät kam, dass ich da halt sehr viel gemobbt wurde. Okay. Und, hast du dich auch anders als die anderen gefühlt? Ja, ich habe mich irgendwie nicht dazugehörig gefühlt. Für die Mädchen war ich irgendwie doch ein Junge. Ja.
Und für die Jungs war ich irgendwie zu weich. Und ja. Das hat halt einfach irgendwie nicht gepasst. Also das heißt, am Anfang warst du quasi verwirrt und wusstest nicht? Oder ja, wie, ja, das hat. Oder gibt es da einen Moment, wo du gedacht hast, oh, das könnte es vielleicht sein? Ja, ich habe dann irgendwann mal spät abends, das war dann so mit 14, 15, so eine Reportage gesehen über halt eben Transgender und wusste das aber vorher noch gar nicht, dass es sowas gibt oder dass es auch, man fragt sich dann auch, ist das überhaupt richtig, dass ich irgendwie auch gerne BHs anziehen würde oder so und da stellt man sich ja dann so Fragen und hat dann auch vielleicht auch Ängste, wie reagiert das Umfeld, wenn ich sowas erzähle oder wenn das jemand bemerkt, dass man da heimlich irgendwie... Hast du das ausprobiert? Hast du das gemacht? Ja, also das hat meine Mutter dann schon gemerkt, dass irgendwie ab und zu mal für eine Zeit irgendwie ihre Unterwäsche ein Teil gefehlt hat oder so. Aber ja, das war alles dann noch so spielerisch und dieser Schlüsselmoment war dann halt wirklich so eine Reportage drüber. Die haben ja dann auch von ihrem Leben erzählt und wie sich das alles gewandelt hat und wie sie sich fühlen und so. Und ich saß dann nur vorne dran und dachte so, Gott, die erzählen mein Leben. Und war das eine Erleichterung, das zu sehen, dass es auch andere gibt, denen das genauso geht? Ja, das war schon eine Erleichterung, ja. So, warte mal, das ist der Gute, der darf, ne? Ja. Dann war ich hier noch sauber. Nein, nee? Mach einen Zapfen draus, okay. Das ist besser. Gut. Deine Geschichte, also dein Lebensweg ist ja eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte auch, ne? Du hast ganz, ganz viel erreicht, was du dir vorgestellt hast oder vorgenommen hast. Du bist erfolgreiche Unternehmerin, du hast deinen eigenen Weinberg und du bist Weinprinzessin. War das was ganz oben auf dem Wunschzettel stand von dem, was du gerne erreichen würdest oder was du machen würdest? Ja, es war schon so ein Kindheitstraum. Ja? Ja, also das ist so, auch wenn ich die Leute manchmal fragen, so... ja, seit wann weißt du das oder seit wann fühlst du dich im falschen Körper? Und dann sage ich so, ich kann es nicht genau sagen, aber eins, was ich weiß, ist, dass ich schon selbst im Kindergarten schon irgendwie schon den Wunsch hatte, als ich das erste Mal die hübschen Weinheiden in den tollen Kleidern gesehen habe, dass ich auch irgendwie mal Weinprinzessin sein möchte. Ja. Und dieser Wunsch hat sich erfüllt, ja. Was ist eigentlich aus meinen Kindheitsträumen geworden? Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Raus in die Großstadt, vor die Kameras, ein bisschen Glitzer. Simona ist geblieben, mit ihrer Geschichte. Das ist doch der Weg des größten Widerstands. Zumindest stelle ich mir das so vor. In einer Großstadt hätte sie es doch einfacher haben können. Da würde man ihren Weg einfach so wegnicken, alles schon mal gehört. Aber hier... bist du dann noch gleich Dorfgespräch, wenn du mal ein bisschen aus der Reihe tanzt? Ja. Was sind Kraftorte für dich oder woher schöpfst du Kraft? In meinen Weinbergen schöpfe ich Kraft, auf jeden Fall. Und... ja, beim Laufen gehen eigentlich, so durch den Wald oder so. Also Natur? Natur. Ja. Und was ich halt auch total gerne mache und auch wirklich, deswegen habe ich auch so ein breites Kreuz. Also ich habe als Kind schon immer gerne, bin ich gerne geschwommen. Ah, also Wasser, Natur. Wald, ja. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum dann so ein Umzug nach Berlin oder Hamburg doch nicht in Frage kommt? Naja, also ich glaube, in Hamburg hat es noch mehr Wasser. Das stimmt. Es hängt hauptsächlich mit meinem Beruf zusammen. Guck mal da. Ah, kenn ich. Ja. Prost. Wir grillen mit Dietmar und Stefan. Die drei sehen sich jeden Wochentag zur Mittagspause beim Unternehmerstammtisch. Ach, irgendwie ist das süß.
Du musst auch jemanden haben, dem du das anvertrauen kannst. Genau. Ja. Wem du das erzählen kannst. Ja. Also da ist ein riesen Vertrauen da. Sonst würde ich da auch nicht da offen drüber sprechen. Ja. Und am Stammtisch sind wir halt schon so eine eingeschworene Clique und wir kennen uns jetzt und sind gut befreundet und jeder kann sich auf jeden verlassen. Ja, wir sind einfach alle Freunde geworden am Stammtisch. Und das heißt, ihr habt Simona kennengelernt und wusstet gleich von ihrem Weg? Das ging ziemlich schnell. Da war sie ziemlich offen. Ja. Ich habe sie ja vorher als Simon nicht kennengelernt. Genau, wir haben sie ja als Simon gar nicht gekannt. Aber ich glaube, als Simon, wie warst du als Simon? Lange nicht so glücklich und ich glaube auch lange nicht so offen. Ja? Also ja, deswegen ist auch so ich habe jetzt meinen 30. Geburtstag gehabt und das war schon eine Zahl, die mir so ein bisschen wehgetan hat. Mhm. Weil ich fühle mich jetzt schon irgendwie, jetzt ist schon 3 Jahre vorne dran. Mhm. Und mein richtiges Leben lebe ich ja erst seit 3 Jahren eigentlich. Mhm. Oder kann es halt eben so richtig ausleben. Ja. Weil vorher war das halt schon ein Versteckspiel. Ja, ja. Und ich genieße jetzt die Jahre zwischen 30 und 40. Und ich will jetzt mein Leben leben und ich will das noch in jungen Jahren erleben, weil viele verdrängen das, bis sie 50 sind oder so, oder 60. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Also mein offizielles Outing so wirklich so für die Öffentlichkeit, das war so im Januar 2017. Meine Mama hat mich noch eingeladen auf eine große Kreuzfahrt nach Singapur und Thailand. Mhm. Und am Flughafen habe ich sozusagen auf Social Media meine Profilbilder geändert und habe einfach das Handy ausgemacht für 2 Wochen. und einfach so gedacht, jetzt habt ihr 2 Wochen Zeit, damit klarzukommen. Genau, euch abzureagen und euch zu beruhigen. Genau. Und die neue Normalität anzuerkennen. Ja. Wenn man so einen Weg durchgeht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für alle Transgender, aber für mich habe ich gemerkt auf dem Weg, so eigentlich ist das Geschlecht gegenüber eigentlich komplett egal. So, ich suche einen Mensch, der mich liebt und dann ist das egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Also ich habe auch schon Männer gedatet und fand das ganz cool und dachte auch so, daraus könnte sich was entwickeln, aber ich bin da noch ganz offen. Und so in Mühlhausen, die Dorfbewohner oder so, merkt man da manchmal was, dass die so ein bisschen, also ich komme selbst vom Dorf mit 2000 Einwohnern, ich weiß, und selbst in Berlin, ehrlich gesagt, weiß ich, wie Leute reagieren auf Sachen, die ihnen fremd sind oder die sie nicht verstehen, wo sie Vorurteile haben. Also das gibt es ja einfach. Ja, sagen wir es mal so, jetzt bei dieser Parade, die sie hier gehabt hat, hat sie ja wahrscheinlich schon erzählt. Hast du schon noch nicht. Nee? Erzählt mal was. Ja, ganz, ganz interessante Geschichte. Ich hatte Freunde da vom CSD-Verein Christopher Street Day Mannheim und meinten so, wenn hier es noch im Ort doch noch so Anfeindungen ab und zu gibt, also es ist nicht viel, aber ab und zu merke ich das schon, wäre es doch mal an der Zeit, dass wir nicht vielleicht den CSD auch mal aufs Land holen. Und so kam die Idee zur Dorf Pride. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle da seid. Ich wünsche uns eine tolle, friedliche Parade. Achtet auf die Abstände. Es war viel los. Der Bürgermeister hat natürlich auch gesprochen. Und dann sind wir einmal quer durchs Ort gezogen bis zum Rathausplatz. Wir haben es super gemacht, wir haben auch ein Lob. Darauf trinken wir, oder? Ja. So was trinkt ihr? Ihr trinkt einen Wein von dir? Ja. Also Rote Liebe? Da ist Cabernet Sauvignon drin, da ist ein bisschen Merlot drin, da ist ein bisschen Spätburgunder drin. Und der passt halt eigentlich auch super so zu italienischem Essen. Und deswegen ist das so beim Italiener unser Stammtischwein. Aha, okay. Und für dich habe ich den rausgesucht. Super. Und der ist zu 100% alkoholfrei, auf Traubensaftbasis mit ein bisschen Holunder und Limette und Minzearoma. Verfeinert einfach, ja. Zum Wohl. Auf dich, Simone. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, und die Eingangsfrage dann nochmal. Hast du jemals überlegt, aber wegzuziehen ganz, also eben nach Berlin oder nach Hamburg? Wenn ich jetzt wirklich gar keinen Rückhalt gehabt hätte oder wirklich so alle gesagt hätten, so nee, hey, wollen wir nicht und es vielleicht mehr Anfeindungen gewesen wären, hätte ich vielleicht dann auch irgendwann gesagt, so, dann fange ich irgendwo neu an. Aber
mich haben schon die Weinberge irgendwie gehalten und ich habe gesagt, ich versuch's erst mal. Also meine Mama hat immer noch so gemeint, lebt es doch in Berlin aus am Wochenende und ansonsten sei unter der Woche doch bitte normal hier im Ort unterwegs und fall eben nicht auf. Ja. Und weil ich habe gemerkt, dass ich das nicht leben kann, einfach nur irgendwie am Wochenende und irgendwo in einer Großstadt, sondern dass ich das auch hier irgendwo schaffen muss. Aber mutig auch, ja. Hier zu bleiben und eben nicht wegzugehen. Was waren die großen Hürden, die du überwinden musstest? Für meine Mutter war das mit diesem Outing in Ordnung. Ja. Aber was halt für sie gar nicht in Ordnung war, oder was sie gesagt hat, so wenn das dein Weg ist, dann musst du das alleine machen. Mhm. Also ich habe da wenig Unterstützung gehabt. Also ich habe dann da halt wirklich dann dafür kämpfen müssen und schauen müssen, so was sind die Vorgaben in Deutschland, wie lange musst du Psychotherapie über dich ergehen lassen, welche Ärzte sind gut und wie läuft es mit der Namensänderung beim Amtsgericht ab und mit den Gutachten und alles so. Da habe ich halt wirklich kämpfen müssen. Ja. Mit den Hormonen ist der Startschuss? Also mit den Hormonen ist der Startschuss und danach, wenn sozusagen man die gut verträgt und auch dann die Psychologin, wenn man die hat, dann auch meint, man ist soweit, dann kann man diesen Antrag beim Amtsgericht eben stellen auf diese Namen- und Personenstandsänderung. Ah, ja. Und sag mal, wie viele OPs hast du insgesamt gehabt? 10. Wow. Da gab es dann aber diese kleineren Komplikationen und somit wurde aus den geplanten 2 OPs halt eben 9 und dann kam noch die Stimm-OP noch dazu, ja. Also diese 10 Operationen waren nicht 10 Operationen, die normal sind auf dem Weg, sondern das war auch wieder um was nochmal zu korrigieren. Glaubst du, du kannst auch Vorbild sein, dadurch, dass du das wirklich offen lebst, auch anderen Mut machen, dass die sich vielleicht nicht mehr verstecken müssen und dass die hier auch auf dem Land oder im Dorf vielleicht freier leben können? Also das war so ein Grund, warum ich so offen mit meinem Weg umgegangen bin. Ich glaube, schwul und lesbisch sein, das ist akzeptiert. Und aber trans ist nochmal eine andere Hausnummer und da gibt es nochmal ganz andere Vorurteile. Ich habe halt für mich festgestellt, desto offener ich damit umgehe, desto mehr kann ich auch anderen Menschen Mut machen. Ich versuche in der Zeit, wo ich hier auf der Erde bin, diese Welt vielleicht einfach ein ganz kleines Stückchen besser zu machen. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen antreibt, dass ich halt auch offen meine Geschichte erzähle und auch einfach versucht, den Menschen Angst zu nehmen, weil manchmal haben die Menschen einfach Angst davor, vor mir oder vor Trans oder vor Homosexuellen, weil sie einfach nicht wissen, wie sollen sie damit umgehen. Das ist einfach halt, diese Angst wird ausgelöst durch Unwissenheit. Und wenn man da einfach ein bisschen aufklären kann, dann mache ich das gerne. Und ich bin auch immer wieder eingeladen in der Gemeinschaftsschule hier in Mühlhausen, wenn es dann so in der 8. und 9. Klasse um Sexualität geht. Ich konnte in meiner Zeit mich noch nicht outen. Da war einfach die Gesellschaft noch nicht weit genug. Aber jetzt ist wirklich so der Zeitpunkt, und das ist ja auch das Schöne, wenn man denen sozusagen schon in der Pubertät oder noch kurz vor der Pubertät helfen kann, dass die gar nicht die Pubertät in die falsche Richtung durchlaufen müssen. Wenn man da einfach schon den Kindern schon helfen kann, weil auch die Lehrer einfach jetzt auch ein bisschen mehr drauf achten, wie geht es den Kindern, nicht nur die schulischen Noten, sondern auch wie geben sie sich auch im Unterricht oder von ihrem Verhalten, von ihrem Wesen her. Und das finde ich gut, das finde ich schön. Ich auch. Simona ist schon mal vor, die rödelt gerade im Weingut Klauer. Da ist sie seit über 5 Jahren Kellermeisterin. Und dort macht sie auch aus ihren eigenen Trauben Wein. Und da ist sie richtig gut drin. Wurde schon Landessiegerin Baden-Württemberg und Bundessiegerin. Beziehungsweise damals noch Landessieger und Bundessieger. Hört man selten, dass Frauen Wein machen.
rausholen. Oben den, genau, da den Finger drauf lassen. Oh, und, trüb. Ja, und jetzt ins Glas damit. Banane. Ja, da ist sie wieder. Banane. Probierst du jetzt? Ich probiere jetzt, ja. Aber da darfst du riechen und ich probiere mal. Ja, genau. Und du sagst mir aber, ob er gut ist. Mhm. Während der Ausbildung habe ich gemerkt, dass eigentlich der Keller so meine Leidenschaft ist und ich hier sehr kreativ sein kann im Keller, im Weinausbau. Also viele denken so einfach nur, ja, Traubensaft, der wird vergoren und wird auf die Flasche gefüllt und fertig. Nee, man kann ganz, ganz viel spielen und ich bin ein kreativer Mensch und mache das auch wirklich gerne. Also man braucht schon ein bisschen Muckis. Das heißt, wie viel weibliche Kellermeister gibt es überhaupt? Es ist immer noch ein Männerberuf, ja? Ja, es ist schon. Also klar, natürlich, es sind schon auch Nachwuchskräftinnen da. Aber es ist eigentlich immer noch so ein bisschen, dass wir Frauen auf jeden Fall in der Unterzahl sind. Aber es gibt Frauen. Ja, es gibt Frauen, ja. Aber man wird auch meistens auch so in der Ausbildung auch meistens ein bisschen belächelt. Also man muss sich da schon dann auch so sein. Ja. Sich durchsetzen. Man muss gut sein, man muss guten Wein machen und dann wird man irgendwann akzeptiert, aber das ist ein langer Weg, ja. Oder? Ja, es sieht gut aus. So viel? Ja. Gut. Guck mal, das mache ich ganz professionell. Macht ihr das so? Perfekt. Genau. Also klar, man braucht halt viel Übung dazu, aber irgendwann als Kellermeisterin hat man das dann irgendwann raus. Am Ende, wenn ich hier bei dir loskomme, dann werde ich richtig professionelle Wein. Verkosterin sein. Warum? Ja. Ach, wie gern würde ich. Nein. Ja. So, jetzt machen wir den berühmten Winzer- oder Winzerinnen-Sprung. Ja. Jetzt geht es nämlich in so einen Tank rein. Okay. Passe ich noch mit dem Bauch rein und raus? Ja, 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 ja? Schaffen das schaffen wir. Ja, ich helfe dir. Okay. Ich gehe mal vor, okay? Ja. Verstehe, du machst eine Art Körper da rein. Ah. So? Genau, abstützen. Ja. Geht's? Ja. Ah. Ja, ein gutes Versteck auch als Kind, oder? Ja. Oder wenn der Chef mal einen nicht finden soll, dann kann man hier mal reinkriechen. Hier? Ich stell mir vor, ich kann sich hier hinsetzen. Musik, ein Buch. Ein Gläschen Wein dazu. Gläschen Wein, ein Stück Käse. Und sag mal, also wenn du dann jetzt hier zur Arbeit kommst, dann machst du die Türen überall zu, dann machst du Musik auch an und dann machst du deine Arbeit, oder wie? Es gibt schon auch Arbeiten, wo ich sehr kreativ bin und dann brauche ich Musik und dann mache ich auch die Tür zu, dann brauche ich die Ruhe für mich. Und du bist dann ein eigener Chef, das heißt, du bestimmst auch, du weißt, wann du was machst, dir spricht hier auch niemand, dir schwätzt niemand rein in deine Sache? Nee, also ich habe hier zum Glück freie Hand. Ja. Das finde ich auch super und das spornt mich eigentlich noch mehr an, tollen Wein zu machen, weil ich halt auch zeigen möchte, was ich kann. Ja. Schwierig ist, dass man manchmal halt als Frau doch nicht so ganz akzeptiert ist in der Weinbranche. Dass man da dann eigentlich doch noch eher 120% geben muss, um sozusagen akzeptiert zu werden und da auf einem Niveau mit den männlichen Kollegen stehen zu können, ja. Ich würde sagen, das ist aber nicht nur in der Branche so. Ja. Fühlt sich das okay an, dass also quasi Simon auch noch da sein darf, also im Namen? Oder ist es eher... Ich bin eher froh, wenn alle Flaschen Simona draufsteht. Das ist der letzte Schritt der Reise. Das ist der, wenn die letzte Flasche beklebt ist, genau, dann ist es vollbracht. Dann ist es vollbracht. Ja, ich habe damit lernen müssen, umzugehen, dass ich das nie komplett aus meiner Vita tilgen kann. War klar, dass es aus Simon Simona wird oder hattest du auch andere Namen nochmal? Und ich selber habe schon lange den Namen Aurelia mir eigentlich gewählt gehabt. Aber Aurelia war dann vielleicht doch einfach oder wäre vielleicht einfach ein bisschen too much gewesen. Also ich wollte die Gesellschaft nicht überfordern, weil Aurelia ist jetzt nicht gerade der
der typische Name für Kinder in meinem Alter. Mhm. Aber ich wollte Aurelia, also die Goldige heißt das ja, und das bin ich auch, wollte ich einfach mitnehmen. Und dann war für mich klar, dass ich halt eben das Aurelia als Zweitnamen nehme. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man den ersten Teil seines Lebens, einen Teil seiner Identität so von sich abspaltet. Abspalten muss, um zu sich zu finden. Der alte Name, die alten Bilder, das sich im falschen Körper fühlen, alles endgültig zurückzulassen. Krasser Schritt. Aber gleichzeitig muss das so unglaublich befreiend sein. Das Gefühl habe ich bei Simona. Sie ist frei. Sie hat sich befreit. So, und jetzt freue ich mich auf Käse. Wow! Super! Ab dafür! No-Go? So? Ja. Ja. Das Glas hat einen Stiel, damit man es auch am Stiel anfasst. Mhm. Ja. Auf die schönen Tag miteinander. Ja. Zum Wohl. Simona, ich glaube, du bist wirklich die, wie sagt man, guck mal, jetzt geht's schon los, der erste Transmensch, dem ich begegnet bin, die erste Transfrau. Ich kenne sonst niemanden. Ja, aber es ist wichtig, dass du dieses Trans als Adjektiv siehst. Das heißt, also warte, sag mal, wie richtig, also, wenn du, wie würde ich es richtig sagen? Ja, schon Trans. Trans? Und dann aber eine Pause, um eben zu verdeutlichen, dass es halt nicht einfach ein Wort ist wie Transfrau. Weil, sondern du bist trans. Weil, ich habe noch nie jemanden getroffen, der trans ist, ja, sagt man so. Ja, ja. Also es ist ein Adjektiv, es ist eher ein beschreibendes Wort, so wie es große Frauen gibt, kleine Frauen, dünne Frauen, dicke Frauen. Was für mich schwierig ist, und deswegen bin ich total froh, dass ich dich getroffen habe, ist diese Sprache, die ja wichtig ist, richtig zu nutzen, die kann einen aber auch verunsichern. Dass man Angst hat, man benutzt sie falsch und dann verstummt man lieber und sucht eben nicht das Gespräch. Ja, ja, wobei man ja aber auch sagen muss, wenn da mal irgendwie mal ein Ausdruck verrutscht oder so, dann bin ich da die Letzte, die da irgendwie böse ist. Ja. Nur wenn halt jemand absichtlich diesen Fehler wiederholt, das ist dann halt das, was mich so ein bisschen stört. Ja. Dass du deinen Weg gegangen bist und dass du jetzt so belohnt wirst auch. Das freut mich erstmal für dich und ich finde das auch ganz schön beeindruckend, weil auch, wie du gesagt hast, dass du anderen Mut machst, muss ja nicht unbedingt mit dem Thema zu tun haben, sondern vielleicht, dass man selbst den Mut hat, Veränderungen, die vielleicht auch wehtun, anzugehen und dass man darauf hoffen kann, dass das gut ausgeht. Was sind noch Wünsche? Was sind Ziele? Vielleicht einfach auch so noch ein Stückchen mehr Freiheit zu gewinnen. Mhm. Also einfach in dem Sinne, dass es nicht immer meine Geschichte irgendwo wieder rausgeholt wird. Mhm. Sondern dass es vielleicht einfach auch irgendwann einfach mal nur eine Randnotiz ist an der erfolgreichen Kellermeisterin Simona Meyer. Mhm. Und dass ich nicht darüber mich definiere, dass ich was Besonderes bin, sondern dass ich einfach eine, in Anführungszeichen, nur eine normale Weinmacherin bin. Ich kann total nachvollziehen, dass Simona sich Normalität wünscht, sich davon lösen will, immer die erste badische Weinprinzessin zu sein, die trans ist, sondern dass ihr Können im Vordergrund steht und dass sie einfach als erfolgreiche Weinmacherin wahrgenommen wird. Umso beeindruckender, dass Simona in ihrer Heimat geblieben ist, trotz aller Widerstände. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss weg, um mich zu verändern, um wachsen zu können. Warum eigentlich? In der Großstadt hat man so viele Optionen, kann sich ausprobieren, jedem Impuls nachgehen. Ob man dadurch auch irgendwie immer eine Suchende bleibt? So, jetzt noch einmal frische Landluft. Und dann freue ich mich auf zu Hause.